Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Rumänien und Litauen wegen zahlreicher Menschenrechtsverletzungen in geheimen CIA-Gefängnissen auf ihrem Staatsgebiet verurteilt. Die Behörden hätten von den Gefängnissen gewusst, mit dem US-Auslandsgeheimdienst kooperiert und damit drohende Menschenrechtsverletzungen in Kauf genommen, urteilten die Straßburger Richter. Beschwerde eingereicht hatte ein staatenloser Palästinenser und ein Mann aus Saudi-Arabien. Sie hatten jeweils geltend gemacht, in den Geheimgefängnissen misshandelt worden zu sein. Beide sind mittlerweile im umstrittenen US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba interniert. Rumänien muss einem der Beschwerdeführer 100.000 Euro Entschädigung zahlen, Litauen dem anderen 130.000 Euro.